Sie sind Eigentümer einer Immobilie und möchten diese veräußern, doch ein Mieter drückt den Kaufpreis. Im folgenden Video möchten wir mit Ihnen über die Kündigung von Mietverträgen und die dazugehörigen Fristen reden. Die Fristen sind grundsätzlich sowohl für Mieter als auch für Vermieter bindend. Mieter können aber im Gegensatz zum Vermieter grundsätzlich immer mit einer 3-Monats-Frist kündigen. Dieses unabhängig von der Mietdauer und ebenso muss er die Kündigung der Miete nicht begründen. Um den laufenden Monat noch mit in die 3-monatige Kündigungsfrist einrechnen zu können, muss der Mieter bis zum 3. Werktag des laufenden Monats die Kündigung beim Vermieter eingereicht haben, beziehungsweise sie muss beim Vermieter angekommen sein. Für den Mieter ist so eine Kündigung also mit recht wenig Aufwand und Stress verbunden. Anders sieht das Ganze aus, wenn ein Vermieter kündigen möchte. Das gestaltet sich wesentlich komplizierter. So muss der Vermieter beispielsweise sogenannte gestaffelte Kündigungsfristen beachten. Diese richten sich dann nach der Dauer des Mietverhältnisses. Sie betragen grundsätzlich 3 Monate, bei einer Wohndauer bis zu 5 Jahren. Von 5 bis 8 Jahren sind es 6 Monate. Und 9 Monate muss der Vermieter als Kündigungsfrist beachten bei einer Wohndauer von mehr als 8 Jahren, also wenn das Mietvertragsverhältnis seit mehr als 8 Jahren Gültigkeit besitzt. Zudem muss der Vermieter gute Gründe für die Kündigung des Mietverhältnisses vorlegen. Einem vertragstreuen Mieter kann er sowieso nur in Sonderfällen kündigen. Beispiele für diese Sonderfälle wären Eigenbedarf, also wenn der Vermieter die Wohnung selbst beziehen möchte oder ein sehr nahestehender Verwandter diese Wohnung benötigt. Oder zum Beispiel bei der Hinderung angemessener wirtschaftlicher Verwertung. Das wäre, wenn die Fortsetzung des Mietverhältnisses einen erheblichen wirtschaftlichen Nachteil für den Vermieter bringen würde, beispielsweise beim Abriss oder Neubau. Sonderfälle gelten natürlich für Mieter und Vermieter, wenn die jeweils andere Partei sich nicht vertragskonform verhalten hat. Für den Mieter gibt es dann die Möglichkeit zur fristlosen Kündigung, beispielsweise bei schweren Mängeln der Mietwohnung, die nicht beseitigt werden, oder weil der Vermieter die Übergabe der Wohnung verzögert, oder auch wenn die Wohnung zum Beispiel wegen Schimmelbefall oder einer hohen Schadstoffbelastung als gesundheitsgefährdend einzustufen ist. Für den Vermieter besteht die Möglichkeit, unter Umständen fristlos zu kündigen, wenn der Mieter mehrfach gegen die Hausordnung verstößt oder die Miete über einen längeren Zeitraum nicht überwiesen wurde. Ebenso wichtig bei dem Thema Kündigung ist das Kündigungsschreiben. Dieses ist grundsätzlich nur wirksam, wenn es fristgerecht eingereicht wird und schriftlich erfolgt. Kündigungen, die zum Beispiel per Mail oder Fax versendet werden, sind ungültig. Grundsätzlich muss keine bestimmte Form eingehalten werden, aber einige Inhalte müssen trotzdem im Schreiben aufgeführt sein. Als erstes muss das Schreiben deutlich als Kündigungsschreiben erkennbar sein. Das kann man zum Beispiel erreichen durch eine entsprechende Kennzeichnung in der Betreffzeile, als Beispiel einfach Kündigung. Dann ist wichtig, falls mehrere Personen als Vermieter aufgeführt sind, dass auch an alle Personen diese Kündigung versendet wird. Sie muss also an alle Vermieter adressiert sein. Zudem sind Ort und Datum wichtig und auch die Adresse der Immobilie sowie deren Hausnummer und möglicherweise die Etage, in der die Wohnung liegt, müssen verzeichnet sein. Selbstverständlich müssen zum Schluss auch alle Mieter unterschreiben und es besteht dann noch die Möglichkeit, das ist aber keine Pflicht, auch gleichzeitig mit dem Kündigungsschreiben die Einzugsermächtigung für die Miete zu widerrufen. Das war es soweit zum Thema Kündigung von Mietverträgen. Vielen Dank für das Anklicken unseres Videos und bis zur nächsten Woche auf dem Kanal von RE/MAX Classic Berlin.